Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal einen zweiten Teil von Autoradio aus China. Ich habe mir mal wieder eins gekauft. Das alte habe ich verkauft. Das neue ist jetzt ein bisschen größer, ein bisschen moderner. Ja, hat einen größeren Prozessor drin von 8 mal 2 GHz. Dann hat das einen Arbeitsspeicher von 4 GB und eine Festplatte von 64 GB. So stand es jedenfalls in der Beschreibung. Und es hat jetzt Android 12 und vorher hatte ich Android 10 drauf. Ja, was bekommt man alles für das? Also der Preis ist 193 € das Ganze jetzt gekostet. Was ihr gleich seht, was ich aus dem Karton auspacke, habe ich gekauft bei AliExpress. Es ist eigentlich relativ egal, ob ihr AliExpress, eBay, Wish, den schönen Laden Amazon oder irgendwo kauft. Das ist jetzt kein Werbevideo. Ich habe dafür auch kein Geld gekriegt jetzt. Das Gerät wurde mir natürlich auch nicht geschenkt. Also ich werde zwar oben Werbevideo reinschreiben jetzt bei mir, aber wie gesagt, keiner hat mich da irgendwas für gegeben. Gut, Karton hatte ich schon mal aufgemacht, weil ich geguckt hatte, ob alles drin ist soweit. So, was habt ihr als erstes? Eine kleine Anleitung zu dem Radio. Da gucken wir nachher später nochmal rein. Dann haben wir hier zweimal Halter an den Seiten, wo man es mit befestigt. Was ich jetzt auch noch dazu sagen werde. Beim letzten Video wurde auch öfter geschrieben unter den Kommentaren, ja, was bringt mir so ein Video, wenn du nicht zeigst, wie du das einbaust. Ich werde euch grob hier mal erklären, wo welches Kabel hinkommt, wie man sich das Verkabeln auch einfacher machen kann. Das werde ich euch zeigen. Aber wenn ihr das so verkabelt und ihr macht dann Fehler, macht einen Kurzschluss in euer Auto, ist das natürlich euer Problem. Dafür kann ich nichts, weil jedes Auto ist anders, jedes Auto wird anders, teilweise anders verkabelt. Die Grunddaten, also Grundkabel sind eigentlich gleich, aber es kann immer was sein. Dann habt ihr einen CAN-Bus mit drin, dann läuft das über einen CAN-Bus, da braucht ihr eventuell noch einen Adapter oder sowas. Das kann ich nicht euch genau sagen, weil jedes Auto ist irgendwie anders. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum Radio. Das ist das gute Stück. So sieht das gute Stück aus. Ist 10,1 Zoll, 25 cm oben breit, unten sind es 24 cm und ungefähr 5 cm dick. Jetzt gucken wir uns das mal eben von hinten an. So ist es gekommen. Es war jetzt noch an diese beiden Halter hier drin, in den Karton sicher verpackt. Das Kabel war schon dran. Dieses Kabel, was ihr jetzt hier schon seht, ist einmal diese beiden, das sind Antennen, diese beiden blauen Kabel, das sind Antennen, einmal für WLAN und einmal für Bluetooth-Empfang. Und das gelbe Kabel hier ist für die Rückfahrkamera. Aber das erkläre ich euch nachher später noch. Gut, dann habt ihr hier hinten einmal eine 4G, das ist für SIM-Karteneingang. Den Adapter, der liegt auch mit drin. Und GPS-Antenne habt ihr hier. Zusätzlich hat dieses Modell einen Lüfter mit eingebaut. Das hat diesen Grund. Es hat den Grund halt, dass der Prozessor sehr warm wird. Der hat ja, wie gesagt, 8 mal 2 GHz, also. Es gibt Leute, die das Video jetzt gucken und denken sich, mein Laptop hat nicht mehr so viel Gigahertz und Arbeitsspeicher wie dieses kleine Radio. Ne? Also, naja. Dann hat man hier hinten noch einen optischen Digital, also hier einen optischen Digitalausgang. Braucht man eigentlich kaum. Ich sag mal, Endstufen gibt es auch nicht viele auf dem Markt, so wie ich weiß, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Dann einen koaxialen digitalen Ausgang, einen Antennenausgang. Dieses hier ist eine Sicherung, das blaue. Ich weiß gar nicht, was haben die jetzt da drin? 15 Ampere. Viele China-Radios haben nur 10 Ampere, also da sieht man auch schon, dass er ein bisschen mehr Strom braucht. Dieser ist der Hauptstecker, das ist der Stromstecker auch, und wo die ganzen Lautsprecher rausgehen. Aber dazu kommen wir gleich. Gut, das Kabel hatte ich euch schon gesagt, ist für die Rückfahrkamera, weil das schon dran ist. Zeige ich euch auch gleich mal, wie man. Ja, dieses Kabel ist für die Rückfahrkamera, hatte ich ja eben schon gesagt. Jetzt gucken wir noch mal, was noch ein Karton ist. Hier ist noch mal eine Anleitung drin, wie man das verkabelt. Da gucken wir nachher mal drauf. Das klappe ich euch aus und mache euch ein Foto von. Und hier ist noch mal eine Anleitung für das Radio. Ne? Gut, jetzt greifen wir einfach mal eine Kiste. Als nächstes haben wir hier eine GPS-Antenne. Ja, GPS-Antenne ist für Navigation. Da sind Apps drauf oder man kann sich Apps runterladen. Von App Store, dann zum Beispiel Google Maps, Hero. Ach, da gibt es so viele Apps. TomTom to go, die ist kostenpflichtig. Man muss einfach gucken, Navigierungs-Apps, denn
Ne, man muss dann sehen, was man, ob man dafür bezahlen will oder man sagt, man macht es kostenlos, wie Google Maps, das ist eigentlich das bekannteste. Oder Hero, das sind die kostenvoll, also die kostenlos sind und das sind meiner Ansicht nach, die kenne ich am meisten, also die höre ich auch am meisten, dass die meisten Leute das benutzen. Diese Kamera, also die GPS, kommt hier, wo GPS steht rein. So, hier wird es dann festgedreht, zack, zack, zack. Also die Schraube hier unten, die hier dran ist, da seht ihr die Antenne nochmal. Kommt da vorne rein. Das ist GPS. Ich mache es so, ich werde euch das nachher im Auto zeigen. Ich lege mir das meistens auf ein Armaturenbrett, man kann es auch unter ein Armaturenbrett. Aber ich denke mir immer so, umso besser das Licht, umso weniger Sachen dazwischen sind zum GPS-Signal, also nach oben zu den Satelliten, umso besser ist es. So, jetzt greifen wir rein. Gut, jetzt haben wir hier ein USB-Kabel. Zwei Stück sind vorhanden. Jetzt fragt sich der eine oder andere, wo kommt das hin? Guckt euch den Stecker an. Da sind, na, schalt scharf, vier Pins. Es erklärt sich eigentlich von alleine. Das kommt dann hier rein, wird hier runtergesteckt, dann klickt, bis das Klick sagt und ist drin. Hier könnt ihr USB-Sticks, ja, alles Mögliche anschließen. Handy laden, falls jemand das will. Das geht meistens, wenn es überhaupt geht, ganz, ganz langsam. So, jetzt greifen wir wieder rein. Oh, jetzt haben wir was ganz Feines. Das hat wirklich nicht jedes Radio. Das ist eine Antenne 4G, was ich euch gesagt habe. Das ist für Satellitenempfang, also nicht Satellitenempfang, wenn man Handy. Ich habe jetzt noch einen Eingang für eine Handy-SIM-Karte, also man kann eine Handy-SIM-Karte reintun. Das ist wie jedes Handy eingebaut hat, so ein Empfänger, dass man guten Empfang hat. Das sollte man an eine Windschutzscheibe oben machen. Das werde ich euch auch nachher noch zeigen, wo ich das befestigt habe. Das ist dann zum Beispiel, dass man besser ein Internet unterwegs hat. Gut, dann gucken wir mal. Hier haben wir einmal den zweiten USB. Da sieht man schon, das sind sechs Pins. Wenn man es richtig heransucht, muss man gucken. Hier war der eine USB, da der Vierer und daneben kommt dann der Sechser. Reinstecken, genau dasselbe Spielchen für einen USB-Stick, keine Ahnung, für Musik, Filme. Ne? Gut, jetzt kommt einmal ein Hauptstecker. So, dieser hier kommt hier rein. Ich hoffe, man sieht es gut. Falsch rum, so rum. Da kommt der rein. So, jetzt kommt es natürlich. Das ist natürlich, hier sind ganz viele Kabel dran. Hier seht ihr zum Beispiel, was ich eben gerade erklärt hatte. Hier kommt eine SIM-Karte rein. Ich muss mal eben, warte mal eben. Da kann man eine SIM-Karte reinmachen mit Internet. Da hat man immer schön unterwegs Internet. Gut, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich da eine reinmache oder ob ich, wenn ich unterwegs bin, die von meinem Handy nehme. Das muss ich mal ausprobieren, wie das funktioniert. Ich werde mir das auf jeden Fall so legen, dass ich da immer rankomme. Dann haben wir hier das nächste Kabel. Hier steht Mic. Mic ist für das mitgelieferte Mikrofon. So, hier habt ihr einmal einen ganz normalen Klinkeneingang. Der geht dann ins Mikrofon rein. Das war auch mit bei den Radio. Da haben wir den schon mal abgehakt. Hier steht drauf Subwoofer. Das ist, wenn ihr jetzt einen Autoradioverstärker habt. Na, schalte scharf. Der allein für einen Subwooferbetrieb ist, könnt ihr denn dafür benutzen. So, dann haben wir jetzt hier AUX-Rechtseingang. Dann ist hier nochmal ein AUX-Links, also ein Eingang für Ton. Wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht einen alten wie heißt das, MP3-Player habt, wo man mit Klinke rausgeht und dann in Cinch reingehen will. Ne? Das könnte man dann machen. Dann hat man jetzt hier Audio Out, rechts, links, für einen Autoradioverstärker zum Beispiel, kann man da anklemmen. So, dann haben wir diese Kabel ab. Hier seht ihr zum Beispiel ein schwarzes. Das ist hier für den Lüfter. Da kriegt der Lüfter seinen Strom her. Da wird er angeklemmt. Warum die das so gemacht haben, weiß ich nicht. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass die das irgendwie steuern, die Geschwindigkeit des Lüfters, dass das Radio einen extra Ausgang hat und dann richtig steuert. Sinnvoller wäre es, wenn man es hier irgendwie macht, aber naja, gut. Gut, dann haben wir das. Jetzt müssen wir mal gucken. Video out. Das heißt, man hat hier einen Videoausgang, wenn man jetzt zum Beispiel nur ein Display hat, zum Beispiel nur was Video wiedergibt, kann man es da anklemmen. Für die Kinder zum Beispiel auf der Rücksitzbank könnte man das machen. Ne? Und CVPA,
PBS In-Out. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das schlage ich gleich nochmal nach. Das werde ich euch nachher nochmal sagen. So, und dann hat man diesen ganzen Stecker schon erklärt. Also, es ist alles gut beschriftet. Man kann eigentlich gar nicht viel falsch machen. Kleiner Tipp: Man hat hier einmal die GPS-Antenne und einmal ja die 4G-Antenne gehabt. Wenn man sich selber hier so einen kleinen Schnipsel ran macht, wenn man die Kabel nämlich verlegt, macht man sich hier so einen kleinen Stöpsel ran, schreibt drauf 4G-Antenne oder und GPS-Antenne. Wenn ihr die nämlich nachher vor dem Radio liegen habt, im Auto verlegt habt und dann liegen da die zwei Kabel, dann könnt ihr das nachher nicht mehr auseinanderhalten und das wäre natürlich nicht so schön. So, was haben wir jetzt hier noch? Jetzt kommt das ganz dicke Kabel. Da gehen wir gleich drauf ein und hier sind einmal vier Schrauben noch. Die sind für diese beiden Halter. So, diese beiden Halter kann man. Ich hoffe, ich schiebe das mal ein bisschen so. Hier sind zwei Löcher. Daran kann man die beiden Halter befestigen. Das muss man individuell für sein Auto nachschauen. Hier hat man zum Beispiel, na, der geht jetzt nicht. Kann ich den aus? Ne, geht jetzt auch nicht. Das Interessante an so einem Schienenradio ist, wer sich da mal ein bisschen mit beschäftigt hat, man kann die Schrauben lösen und kann diesen ganzen Dings hochnehmen und hier gehen dann so eine Flachkabel, sage ich jetzt mal dazu. Ich weiß nicht genau, wie die richtig heißt. Und die gehen nur an das Display ran. Ist ganz interessant. Man kann theoretisch diesen Block nehmen und eventuell einen anderen draufsetzen. Ist ganz lustig eigentlich. Gut, dann haben wir das jetzt alles soweit erklärt. Jetzt kommen wir an diesen Hauptstecker. Dieser Hauptstecker hat 16 Pins. Der wird hier vorne reingesteckt. Da ist Stromausgang und Lautsprecher. So, jetzt zeige ich euch was, was ich separat zugestellt habe, was für jeden einfacher ist. Man kann so einen Stecker kaufen. So, 16 Pins, ist genau dasselbe. Die Farben sind auch soweit dieselben. Das kann manchmal variieren, wenn ihr sowas kauft. Aber das sieht hier super aus, das passt. Farbe ist eigentlich auch egal. Das ist jetzt ein ISO-Stecker oder DIN-Norm-Stecker. Wenn ihr ein altes Auto habt, der noch so einen Stecker habt, in seinen, wo ihr die Radios mit anklemmt, dann besorgt euch so einen Stecker, dann braucht ihr nichts großartig verkabeln. Ihr steckt den hier vorne rein, diesen steckt ihr im Auto rein und fertig. Und das Radio läuft. So, dieses Teil kostet mit Versand, ich sage mal zwischen 7 bis 15 Euro für ISO-DIN, ne? Man kann das natürlich, wenn man jetzt, ich sag mal, man hat einen Peugeot und der hat einen speziellen Stecker, kann man das natürlich auch kaufen. Hat man natürlich ein, ich sag mal, irgendwas aus dem VAG-Konzern, dann hat man zum Beispiel über den Kennbus oder auch andere Marken haben über Kennbus, gibt es auch separate Stecker. Sollte man darauf achten, dann kann man zum Beispiel Kennbus mit nutzen, dann zeigt er Ihnen euch da auf dem Display zum Beispiel noch Sachen an, wie der Ölstand ist, wie jetzt der Reifendruck ist, wie viel Benzin ihr noch im Tank habt. Wenn man das alles haben will und euer Auto, wohlgemerkt, euer Auto unterstützt das, ist es alles möglich, dass diese China-Radios euch das anzeigen. So, das legen wir jetzt mal zur Seite. Jetzt gucken wir uns das Kabel mal an. Viele kriegen ja mal Probleme, wenn sie jetzt das sehen, wo müssen die ganzen Kabel hin? Es ist alles gut beschrieben, eigentlich. So, ihr habt einmal das Gelbe. Hier steht B+. Das Gelbe ist die Hauptstromleitung. Das Kabel geht an, so gesehen theoretisch genau an eine Batterie. Ihr seht es jetzt nicht, wo das Kabel im Armaturenbrett verschwindet, aber es ist einfach, dass es direkt Plus ist. Dann habt ihr hier einmal das Schwarze. GND. GND bedeutet Minus. Also da habt ihr Plus, Minus. Das müsst ihr dann so anklemmen. Jetzt habt ihr aber das Ding, das Radio wird eventuell nicht angehen. Warum geht das Radio jetzt nicht an? Das ist nämlich der meiste Fehler, den viele Leute machen. Man braucht ein Plussignal von der Zündung. Und das ist immer das rote, ACC. So, dieses rote Signal, also dieses ist rot, das ist von der Zündung. Wenn ihr die Zündung anmacht, kommt hier ein Plussignal drauf und dann wird das angeschaltet. So, jetzt haben aber viele das Problem, die haben auch zum Beispiel jetzt so, ich zeige euch nochmal eben diesen Stecker, klemmen den so an. Radio geht nicht an oder geht nicht über die Zündung an oder geht nicht aus. Warum nicht? Ganz einfach. Dann habt ihr das gelbe Kabel
und das rote Kabel. Und dann ist es bei vielen Autos, ist es einfach vertauscht. Das heißt, man könnte jetzt versuchen, das rote hier rauszukriegen und auf den gelben Pin zu machen. Also das Gelb und Rot tauschen. Habe ich nie gemacht. Ich habe einfach die Kabel durchgeschnitten und Rot an Gelb gemacht und Gelb an Rot. Habe ich auch im Auto jetzt so, das werde ich euch nachher noch zeigen. Und dann funktioniert es. Ja, also das ist dann ganz easy, ihr braucht ja keine Angst haben, dass da was kaputt geht. Ja. Gut, das waren jetzt diese Kabel. Die Kabel sind weg, jetzt müssen wir mal gucken. Die legen wir uns jetzt mal zur Seite. Dann habt ihr hier einmal rechts plus, links, rechts, links plus, ich weiß nicht, kann man das gut sehen, Lautsprecher. Ja. So, dann habt ihr hier lila, rechts, links, Lautsprecher. Na, das ist doch noch ein weißes zwischen. Ist ein bisschen blöd jetzt auseinanderzuteilen für euch. Eher und eher. Ja? Rücksitz eher hinten. Hinten rechts würde ich sagen, könnte das sein. Ja? Und dann, so, dann habt ihr hier ja, vorne links, vorne rechts, würde ich sagen. Ne? Würde hinkommen. FL. Vorne rechts. Vorne links plus minus, ne? Das plus heißt immer plus minus. Ne? Rechts plus minus. Also ich denke mal, das erklärt sich eigentlich auch nur eine. Ihr habt diese beiden Kabel für rechts. Machen wir dann am besten nochmal die grünen, die Linie am 11. So. Ah, ist das ein komplizierter Kram. Und das muss man dann im Auto. Ja, ich habe eben auch noch was nachgeschlagen. Nicht, dass ich euch gleich was Falsches erzähle. Ihr seht, ich habe das so ein bisschen jetzt mal ein bisschen zur Seite gelegt, dass man es besser sehen kann. Das hier ist für die Antenne. Es gibt manche Antennen, die steckt hier hinten rein und manche Autos brauchen einen Antennenverstärker. Da sind auch an den Antennenverstärker so blaue Kabel ran. Anschließend, da kommt, ich bin der Meinung, ein Plussignal raus und dann wird das nämlich verstärkt. Gut, dann haben wir das auch abarbeitet. Jetzt ist es so. Ihr wollt eine Rückfahrkamera anschließen. Wie klemmt man eine Rückfahrkamera an? Das war jetzt nicht mit im Lieferumfang, sage ich gleich vorweg, weil ich habe es noch bei mir im Auto verbaut. Wenn ihr eine Rückfahrkamera kauft, kriegt ihr meistens so ein Cinch-Kabel mit einer Plusleitung bei, oder die ist für Plus gedacht. Dann bekommt ihr eine Rückfahrkamera. Die sieht von hinten so aus. Das Gelbe ist das Videosignal und der rote Stecker ist für Plus und Minus. Hier habt ihr einmal das Pluskabel. Kommen wir erstmal hierzu. Dieses Pluskabel ist rot ist Plus. Schwarz ist Minus. Schwarz könnt ihr einfach so an der Karosse machen, bisschen blank machen die Stelle oder ihr sucht euch eine Erdungsstelle, da geht ihr ran. Das rote Kabel müsst ihr in den meisten Fällen verlängern und ihr müsst damit an den Rückfahrscheinwerfer gehen, an das Plussignal von den Rückfahrscheinwerfer. Da müsst ihr euch einen Durchgangsprüfer besorgen, nee, einen Stromprüfer, nicht Durchgangsprüfer, einen Stromprüfer besorgen und dann müsst ihr gucken, dass sich einer ein Auto setzt. Einer hinten die Rückleuchte rausbauen und dann guckt ihr euch an, welches Kabel das ist und dann prüft ihr durch, wenn derjenige einen Rückwärtsgang reinmacht, welches Kabel das ist. Dann nimmt ihr so eine Stromdieb, sage ich mal, dazu und klaut euch da den Strom. Nun, sobald ihr denn also den Rückfahrscheinwerfer, also den Rückwärtsgang einlegt, kriegt dieses Kabel Strom und leitet diesen Strom an die Rückfahrkamera. So, jetzt müsst ihr. Ich habe mal eben hier die Sachen zusammengesteckt. Das ist einmal das Pluskabel, Plus Minus und hier einmal das Gelbe. Dieses Kabel müsst ihr euch jetzt auseinandergerollt vorstellen und geht komplett nach vorne bis zum Autoradio. Das müsst ihr dann im Auto verlegen. Das kann ich euch auch nicht zeigen, weil jedes Auto ist anders, wie man das am besten macht. Da müsst ihr am besten selber rausfinden für euer Auto. Natürlich am besten verstecken. Ne? Jetzt ist es so, hier Plus Minus angeklemmt. Plus ist ja an den Rückfahrscheinwerfer. Kamera geht an. Jetzt weiß das Radio aber gar nicht, halt, stopp, die haben Rückwärtsgang eingelegt. Das weiß das Radio noch nicht. Deswegen müsst ihr dieses eine Kabel, es kann variieren, mal ist es gelb oder orange und mal ist es rot, mit hier ran machen, an diesen Stecker. Also Rückfahrscheinwerfer kommt hier ran, das Plussignal, das geht dann an der Rückfahrkamera und an den Cinch-Kabel und geht nach vorne. Soweit denke ich mal, sollte es ganz verständlich sein. Das Radio habe ich jetzt gerade verbunden. Ihr seht diesen Stecker, da wo die beiden blauen Kabel sind.
Das ist für die Rückfahrkamera. Jetzt muss dieses Kabel an. Hier ist es pink. Es kann auch mal variieren, dass es braun ist. Ich habe einen VW-Kabelbaum, habe ich ein braunes gehabt. Da bin ich mir sehr sicher. Dieses braune ist es nicht. Das ist für Qi. Das ist, wenn man, das erkläre ich gleich nochmal. Dieses Kabel muss hier mit ran. So, wenn ihr das alles so verbunden habt, alles angeklemmt habt, kommt hier ein Plussignal an. Dieses Plussignal geht hier an das pinke Kabel. Das pinke Kabel geht ins Autoradio und sagt dem Autoradio, wir fahren gerade rückwärts. Und dann heißt, dass das Bild umschwenkt und die Rückfahrkamera geht an. So sollte es sein im besten Fall, wenn ihr alles richtig angeklemmt habt. Es ist eigentlich gar nicht kompliziert, so eine Rückfahrkamera anzuklemmen. Wo es öfter mal noch Probleme gibt, ist, es gibt verschiedene Rückfahrkameras. Kameras. Kamera. Kameras. Kameras. Mit der Auflösung. Es kann sein, dass man im Radio, im Menü noch die Auflösung verstellen muss. Das ist auch ganz oft ein Problem. Wenn ich dran denke, werde ich euch das in diesem Video nochmal zeigen. Gut, das war jetzt die Funktion der Rückfahrkamera, wie man die richtig anklemmt im Auto. Jetzt haben wir hier noch drei Kabel über. Und diese drei Kabel, ja, die sind meistens, ich zeige euch gleich den Zettel nochmal richtig. Die könnt ihr benutzen für, wenn ihr eine Lenkradfernbedienung habt, wenn ihr euch damit auskennt und das richtig anschließen könnt, sage ich gleich im Voraus, weil da kann man ganz, ganz viel falsch machen. Und wenn ihr euch da die Elektronik durchbrennt und irgendwelche Steuergeräte im Auto durchbrennt, dann habt ihr Problem. Ja, und dafür kann ich denn auch nichts. Wie ich euch schon gesagt habe, ich übernehme hier keine Garantie. Die Farben von den Kabeln können variieren. Wie gesagt, das Pinke hier hatte ich schon in einer anderen Farbe gehabt. Also da müsst ihr höllisch aufpassen. Ne? Und ja, gut, das war das. Jetzt packe ich das mal eben alles wieder in den Karton und dann zeige ich euch mal den kompletten Zettel gleich nochmal. Ja, hier habe ich nochmal den Zettel ausgebreitet. Hier kann man es nochmal ganz genau sehen. Die einzelne Belegung. Ich hoffe, man kann es ganz gut sehen. Warum die Kamera das jetzt vom Bild her so ein bisschen verdreht, das kann ich euch nicht sagen. Das ist einmal der Hauptstecker mit Strom. Hier ist nochmal die Rückansicht. Hier sind die einzelnen A, B, C, D, die einzelnen Steckplätze. Hier seht ihr C, das ist das gewesen mit der Rückfahrkamera, was ich euch gerade erklärt habe, wie das richtig angeschlossen wird. Hier sieht man zum Beispiel das Pluskabel, was ich euch gesagt habe, was mit den Cinch-Kabel mitkommt, geht an Position 5. Position 5 haben wir hier. Position 5 ist Kamera. Und wenn ihr euch den Stecker richtig anguckt, ist das das pinke Kabel. Gut, hier sieht man auch nochmal, wie ich euch erklärt habe, Grund ist denn das Minus, wo ihr ganz normal Metall gehen könnt. Und wie das Plus- und Minuskabel denn hier angeklemmt wird denn noch, ne? Und hier seht ihr auch, was ich euch erklärt habe, dass dieses Kabel mit den Cinch-Kabel zusammen gemacht werden, ne? Gut, und hier ist dann halt die Kamera. Gut, dann haben wir hier nochmal die einzelnen Belegungen von den Steckern, also für jedes einzelne Pin beschrieben. Genauso hier mit den, ich weiß nicht, warum die Kamera das Bild so dreht, tut mir leid, aber kein Plan, warum die das macht. Ja, und dann habt ihr hier auch die ganzen Belegungen, wo USB mit D, E sind die beiden USB-Eingänge. Hier seht ihr dann nochmal, was ich sagte mit dem blauen Kabel, Bluetooth und Wi-Fi. Ne? Und hier nochmal eine komplette Heckansicht und hier nochmal ein Kabelbaum. Gut, das war jetzt diese Beilage. Ich mache davon, wenn ich dran denke, nochmal ein richtiges Foto und blende euch das jetzt vielleicht ein paar Minuten ein. Gut, hier haben wir eine Bedienungsanleitung. So, hier sieht man, welche Modelle es gibt. Ich habe das Modell S7. Ich hoffe, dass man sieht es. Es tut mir leid, wenn die Kamera das nicht richtig scharf stellt. Dafür kann ich jetzt nicht. Ich habe das Modell S7. Und was es für Sachen mit drin hatte, hatte ich euch ja schon gesagt. Es ist alles auf Englisch. Wenn jetzt jemand sagt, Scheiße, ich kann das Englisch nicht so gut. Ich kann Englisch auch nicht gut, aber es gibt heutzutage genug Programme auf dem Handy. Da macht man ein Foto und dann übersetzt man, wird das schön übersetzt. Also klappt super. Müsst ihr euch nur eine bestimmte Apps gibt es dafür auf Deutsch, Englisch denn übersetzen lassen. Ja, und hier seht ihr nochmal alles schön beschrieben. Also es ist auch auf den Radio eine Bedienungsanleitung. Wenn ich dran denke, werde ich euch zeigen, wo man die ungefähr findet. Ich werde euch auch zeigen, wie man das Radio auf Deutsch schnell einstellen kann.
weil ich denke mal, das ist den meisten Leuten wichtig. Also ich will euch mal eben die komplette Anleitung. Vielleicht hat irgendjemand irgendwo mal ein Radio Gebrauch gekauft und Ihnen wird das jetzt vielleicht weiterhelfen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig sieht, ob die Kamera richtig das scharf schaltet, aber manchmal ist es ja sowas ganz hilfreich, ne? Ich kenne das ja selber, wenn man dann kauft man was gebraucht oder will 2, 3 € sparen und dann. Ja. So, das war jetzt diese Anleitung. Gucken wir uns nochmal dieses hier an, was das hier ist. Achso, hier ist nochmal eine Aufzeichnung, wie man die Kamera richtig anschließt. Scheint wohl oft genug das Problem zu geben. So, stopp mal. Dann haben wir hier hinten ja nochmal so eine Art Garantiekarte, glaube ich. Guti. So, das war das. Jetzt kommt noch ein Teil drauf zu, was ich mir separat gekauft habe. Natürlich wieder Made in China, wo auch sonst her. Wie man sieht, das ist eine DVR-Kamera. Kann man dazu sagen, es ist eine Dashcam mit Spurhalteassistent, mit Geschwindigkeitswarner und Abstandswarner. Also man muss aber über 30 km/h fahren, wenn ich das richtig verstanden habe. So, gucken wir mal rein. Ich habe es natürlich auch schon mal angeguckt gehabt. So ein Ding ist, es kommt ein USB-Kabel mit so einem komischen Stecker dran. Hier vorne steht irgendwo, was steht das auf dem Karton mit drauf? Ne, auf dem Karton steht es jetzt nicht, dann steht es in der Anleitung. Man braucht 5 Volt und 500 Milliampere. Also man kann ganz normalen USB-Anschluss dafür benutzen. Den werde ich zum Beispiel von dem Radio benutzen. Der hat ja zwei. Und den einen werde ich damit benutzen, weil man müsste das, was die Kamera während der Fahrt aufnimmt, auch auf den Radio via abspielen können. Das sollte funktionieren. Die Kamera war natürlich hier in so eine kleine Hülle drin. Und das ist jetzt die Kamera. Es gibt verschiedene Modelle davon. Hier ist oben einmal ein Klebestreifen dran. Den sollte man oder das sollte man untere, also an eine Windschutzscheibe so rankleben und dann scheint die so, Entschuldigung, scheint die so runter. Dann hat sie hier einen Speicherkarteneingang. Da habe ich darauf geachtet, dass da gleich eine Speicherkarte bei ist. 32 GB sind dabei. Hier sieht man auch nochmal, oder sieht man auch noch Input, 5 Volt, 500 Milliampere. Und hier vorne ist die Kamera, das ist noch so ein Klebestreifen zum Schutz rüber. Das ist die ganze Kamera. Die werde ich auch mit einbauen und verkabeln. Es stand in der Anleitung von der Kamera, dass die Aufzeichnungen, wenn immer aufgezeichnet und wenn die Speicherkarte voll ist, wird das letzte überschrieben und wird immer ein Teil gelöscht. Also das macht alles, die Kamera alles automatisch. Ne? Gut, falsch rum. So ist richtig rum. Jetzt wird auch noch mal gezeigt, wie man das richtig anschließt. Da ist wohl auch eine Software drauf, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich mir das richtig durchgelesen habe. Da ist eine Software drauf, die automatisch auch auf den Radio oder auf den jeweiligen, man kann es auch theoretisch an ein Tablet anschließen, wenn ein Tablet einen USB-Eingang hat, dann wird es installiert oder auch am Computer anschließen. Ja, so sieht das gute Stück aus. So, jetzt denkt sich jeder, das Ding war ja bestimmt teuer, ne? Ne, es kommt aus China und kostet 19 Euro bei den guten Herren eBay. Es gibt die auch ohne Speicherkarte. Wenn ihr eine Speicherkarte selber habt, dann kriegt man die, glaube ich, schon ab 12, 13 Euro. Es gibt andere Modelle mit 750 Auflösung, 750p Auflösung, die gibt es, glaube ich, schon unter 10 Euro. Man sollte aber auch darauf achten, dass da ein Kabel schon mit bei ist. Sonst bringt euch das ja auch nicht viel. Ja, ihr braucht ja ein Stromkabel, irgendwo muss Strom herkommen für die Kamera. Diese Kamera hat jetzt 1080p, also ist ein bisschen besser von der Auflösung. Die Rückfahrkamera, die ich euch gezeigt habe, hat zum Beispiel auch 720p. Und in meinem Auto ist eine verbaut mit eine AHR oder AHP nennen sich die. Und hier 1080p, also die ist auch besser von der Auflösung her. Na, das ist bei so einem kleinen Monitor fällt das gar nicht so doll auf. Aber ich wollte es von der Auflösung her gut besser haben. Gut.
Jetzt gehen wir ins Auto. Oh, ich merke schon, das wird ein ziemlich langes Video. Wir befinden uns jetzt im Auto. Ihr seht, ich habe bei mir schon alles auseinandergebaut. Das ist von jedem Auto ist das anders. Also ich glaube nicht, dass so viele Leute so einen Santa Fe haben werden. Daher habe ich es jetzt auch nicht großartig gezeigt. Gut, hier hatte ich euch ja im Video schon gesagt, ist einmal dieser Stecker, den ich gebrückt hatte. Nicht gebrückt, sondern getauscht hatte, überkreuzt mit dem Plus und Minus, mit dem Strom von der Zündung und dem Dauerhaftstrom. So habe ich es gemacht. War für mich die schnellste und einfachste Lösung. Funktioniert einwandfrei. Dieses Kabel, seht ihr, ist bei mir, bei diesem Stecker jetzt braun. Und das ist für die Rückfahrkamera. Und bei den einen Stecker war es pink. Hier ist das pinke einmal mit Key, was bei den anderen eine andere Farbe hat. Also die Farben können variieren. Ne? Aber das rote und das gelbe, das ist immer gleich die stromführenden Kabel. Hier habe ich nochmal separat ein Kabel für die Endstufe, was angeklemmt wird. Zeige ich euch auch. Hier ist einmal das Cinch-Kabel, was von hinten kommt, von der Rückfahrkamera. Und das hier ist einmal die GPS-Antenne, die jetzt hier drin ist schon von den anderen Radio. Die werde ich aber rausnehmen und werde die reinmachen, die original mit bei war. Dann habe ich hier einmal noch den Antennenkabel, das Antennenkabel, was da noch reingesteckt werden muss. Hier ist einmal der Hauptstecker, sage ich jetzt mal, wo Strom, Lautsprecher und so kommen. Nicht wundern, diese Lüsterklemme. Das lasst euch davon nicht irritieren. Das ist einfach eine Brücke von mir jetzt her. Gut, jetzt baue ich mal eben schnell das Handschuhfach raus. Werde mir das Blech oder das Plastik da vorne mal lösen, dass ich hier oben, komplett hier oben lang, Kabel legen kann. Einmal für mein Mikrofon. Ich hoffe, dass das Kabel von der Länge her reicht. Und einmal das Kabel für die 4G-Antenne, für Handyempfang. Und einmal für die Dashcam. Und die soll nämlich hier vorne, hinterm Spiegel soll die hin. So hatte ich das jedenfalls geplant. Und das Mikrofon sollte hier oben irgendwo ran. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Vielleicht kriege ich das hier oben auch irgendwie mit rein. Muss ich gleich mal gucken. Ich werde euch jetzt nicht zeigen, wie ich das jetzt hier alles abbaue und die Kabel verlege, weil, wie gesagt, jedes Auto ist anders. Da muss man halt individuell bei jedem Auto gucken. Ich werde euch hier noch zeigen, wie ich die Stecker reinstecke. Gleich, wie ich das hier von hinten befestigt habe. Das ist jetzt, sieht zwar, es ist eigentlich ein Autoradio vorgesehen mit Einfachdienst. Also hier ist eine Strebe und hier unter war ein Plastik, ein Ablagefach. Das habe ich einfach getrennt. Da sieht man nachher gar nichts mehr von. Und jetzt muss ich mal eben sehen, dass ich das Radio auch von hinten befestige. Ich zeige euch, wie das nachher von hinten aussieht. Das sieht vielleicht nicht schön aus, aber es soll einfach nur fest sein. Ne? Und da müsst ihr dann halt auch gucken, wie mache ich das in euren. Manche haben DoppelDIN so einen Schacht. Da könnt ihr diese Halterung, die bei war, an den Radio festmachen und an den Schacht. Das klappt. Das ist dann ohne Probleme, sage ich jetzt mal. Sollte eigentlich ganz easy sein. Aber da ist jedes Auto anders. Und für dieses Radio braucht man ein DoppelDIN. Schacht, sage ich mal. Ein einfacher Schacht mit Einfach-DIN reicht dafür nicht aus. Gut, ich werde das Radio jetzt hier hinten mal befestigen und dann zeige ich euch gleich, wie ich das gelöst habe. Den Rahmen habe ich jetzt soweit fertig. Das Radio ist eingebaut. In den Rahmen jetzt hier vorne meine ich, nicht komplett eingebaut. Ich zeige euch mal, wie das von hinten aussieht. Sieht nicht schön aus, aber es ist funktionabel. Da habe ich zum Beispiel eine Schraube reingemacht mit zwei Mutternhintern, weil die Schraube wollte ich nicht abschneiden, weil ich Angst habe, dann ist das Gewinde nachher ein bisschen kaputt oder verknieskenadelt. Und dann mache ich mir das Gewinde im Radio selber kaputt. Und da hatte ich keine Lust zu. Da genau dasselbe. Und hier habe ich so eine Blechhalterung unten angebracht. Sieht auch nicht schön aus, aber es funktioniert. Es hält, das Radio ist bombenfest. Alles andere ist egal. Wie geht es jetzt weiter? Ich werde das Handschuhfach ausbauen und werde jetzt erstmal alle. Also die 4G-Antenne, GPS-Antenne und Mikrofon und die Dashcam installieren, also anbringen hier an der Frontscheibe. Und dann werde ich euch gleich wieder mitnehmen, wenn ich die ganzen Stecker ranmache und das Radio hier reinsetze. Jetzt ist soweit alles verkabelt. Ich mache mal die Tür zu. Ah, jetzt pfeift der Wind hier rein. So, hier oben ist einmal die GPS-Antenne. Da haben wir hier die 4G-Antenne. Bin hier vorne runtergegangen in diesen Kanal. Ich habe die Sonnenblende abgeschraubt. Hier vorne habe ich mal eben schnell mit zwei Schrauben die Innenraumleuchte abgeschraubt. Hier seht ihr, ist das Mikrofon. Hier ist einmal die DVR-Kamera.
Die habe ich jetzt noch nicht festgemacht. Die wollte ich nachher mit zwei Mann, dass einer von vorne guckt, dass es auch gerade wird. Ich muss mal gucken, ob ich das auch. Ne, über den Geribbelten werde ich wohl nicht machen. Gut, die Kabel gehen alle von hier oben hier runter. Handschuhfach hatte ich raus. Dann gehen die hier hinter lang und kommen hier an. Jetzt habe ich schon mal angefangen zu verkabeln so ein bisschen. Hier seht ihr einfach meine Cinch-Kabel für meinen Autoradioverstärker. Sind an den Audio-Output rechts links rangegangen. Hier unten ist einmal das Mikrofon schon dran. Hier habe ich einmal die GPS-Antenne. Hier habe ich einmal die 4G-Antenne. Ja, dann habe ich hier unten die Rückfahrkamera. Ist schon soweit dran. Jetzt brauche ich nachher nur noch den Stecker reinmachen. Die beiden USB-Kabel hängen hier. Das sind diese beiden. Die gehen hier vorne einmal runter und kommen hier unten raus. Ich denke mal, da sieht man es. Hier ist das eine USB-Kabel. Das ist mit der DVR-Kamera verbunden. Das habe ich extra dahingelegt, falls ich den Eingang mal haben will. Dann kann ich das da unten rausziehen. Fertig. Hier ist der zweite USB-Eingang. Und hier ist diese Karten, die SIM-Karten, wo ich die SIM-Karte reinlegen kann. Gut, jetzt müssen wir das alles am Radio anschließen. Guck mal, ob ich euch da ein bisschen mitnehmen kann. Kabel habe ich extra ein bisschen länger gelassen. Ich lege das mal hier hin. Fangen wir mal mit dem großen, dicken Kabel an. Das ist einmal das stromführende Kabel. Hier seht ihr nochmal das Pluskabel, was zur Rückfahrkamera geht. Das kommt dann einfach hier vorne ran. Oh, das reicht sogar von der Länge. So, das ist drin. Dann können wir über die Rückfahrkamera hier gleich Licht nehmen. Die Rückfahrkamera. Na, muss mal irgendwas ein bisschen umzwitschen. So, können wir das hier vorne reinmachen. So, bis das so ein bisschen klickt immer, ne? So, dann haben wir hier, was nehmen wir denn mal als nächstes? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Antenne ist zu kurz, das kann ich euch gleich nicht zeigen, das muss ich beim Einbau machen. Dann fangen wir mit dem großen Stecker jetzt hier an, wo die ganzen Cinch-Kabel rangehen. Müssen wir das Radio noch mal ein bisschen vorziehen. No. Ist ein bisschen kurz geraten, das Kabel, aber das klappt. So, noch mal gucken, ob das richtig fest ist. Sonst noch mal nachdrücken, mache ich gleich wieso noch mal. Das sind diese beiden. Der muss hier der Lüfter noch verbunden werden. Wo haben wir den guten Lüfter? Da haben wir den. Mit diesem Kabel. Das geht auch nur einmal, da kann man Plus und Minus gar nicht vertauschen. So, ist drin. Jetzt ist der Lüfter auch angeklemmt. Jetzt müssen wir noch mal gucken, wo die beiden USB-Kabel abgeblieben sind. Aber die sind hier dran. Hatte ich mir extra alles so ein bisschen hier mit Kabelbinder festgemacht, dass das nicht alles so ganz so doll hin und her fliegt. Ihr seht ja, hier liegen schon eine ganze Ecke Kabel rum, ne? Also das ist nachher dahinter ja alles versteckt. Das sieht ja kein Schwein, aber sind halt schon ein paar Kabel. So, jetzt gucken wir mal eben, müssen wir den einen jetzt hier unten rein. Falschraum natürlich. So, der ist drin. Jetzt kommt der andere daneben. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Zack, der ist jetzt daneben. So, jetzt müssen wir gucken nochmal. Haben wir was vergessen? Sind alle Kabel soweit dran? Ich habe zwar einen Subwoofer, aber da müsste ich jetzt ein zusätzliches Cinch-Kabel legen. Das werde ich jetzt nicht machen. Das Radio Plus, das blaue, brauche ich auch nicht machen, weil ja, weil ich keinen Antennenverstärker brauche in diesem Auto. Was ich jetzt noch machen muss, ist dieses blaue Kabel. Das ist eine Plusleitung. Und die muss ich anklemmen, da ich meinen Verstärker ja anhaben will, an dieses Kabel hier. Diese beiden müssen gleich noch zusammen gemacht werden. Das geht hinten mehr der Verstärker nicht an. Der leitet so wie bei der Rückfahrkamera so ein leichtes Plus nach hinten, dass die Zündung angeschaltet ist und dann geht der Verstärker an. Das ist hier in diesem blauen mit geregelt. Das ist nur ein ganz kleines Plussignal, was dann nach hinten geht. Also das ist jetzt nicht weltbewegend. So, ihr seht, diese beiden Antennen kann ich euch jetzt schlecht zeigen, wie ich die ranmache. Die eine kommt hier ran, die andere kommt da ran. Hier vorne ist eine Mutter, die wird einfach gedreht. Ganz leicht andrehen, denn mit einem, ich muss mal gucken, ich glaube ein 7er Schlüssel oder 8er Schlüssel, ganz leicht festziehen. So, und wenn ihr das habt, kann das Radio reingesetzt werden. Vorausgesetzt, ihr wollt nichts anderes mehr mit anklemmen. Ich gehe mal von aus nicht. Und dann setze ich jetzt das als nächste Schritt, ich mache das blaue Kabel eben zusammen, mache die beiden Antennen eben ran, dann setze ich das komplette Ding rein, baue das komplett zusammen und dann werden wir gleich das Ding mal zum ersten Mal starten.
Es ist jetzt wieder alles zusammengebaut. Wie ihr seht, passt perfekt hier rein. So habe ich es mir vorgestellt. Hier unten ist alles wieder zusammengebaut. Ja, jetzt wollen wir das Radio mal zum ersten Mal starten. Wollen wir mal gucken, ob es überhaupt angeht, ob ich alles richtig angeklemmt habe. Es passiert was. Es geht an. Klimaanlage aus. Hier unten seht ihr, habe ich ja die Kabel und das von der DVR-Kamera. Das werde ich noch mal ein bisschen hierher ziehen, dass ich hier an den USB zur Not ran kann, weil genug Kabellänge habe ich da oben noch. Aber was mache ich dann zum Schluss denn? Gut, das Knallen, was ihr gerade gehört habt, war der Verstärker, also ist der Verstärker auch angeschaltet. Gut, so sieht das aus. Machen wir mal auf ganz leise. Das ist jetzt das erste Bild. Jetzt wollen wir das mal als erstes auf Deutsch umschalten. Jetzt muss ich gerade selber mal gucken. So, das Menü hatte ich noch nie gehabt. Gehen wir mal auf Apps. User Manual. HDK-App. Das muss ich gerade selber eben gucken. Card Setups. Navigation. Nein, Display nicht. Das gucken wir uns erstmal an. So, Android 12 haben wir drauf. Hier ist die Auflösung von dem Display. Ich hoffe, es spiegelt nicht so, dass ihr das sehen könnt. Ich habe ein besseres Radio gekriegt. Also ich habe 6 GB Arbeitsspeicher. Interner Speicher ist 128 GB. Hier unten seht ihr die CPU. 8x200 GHz. Das war eigentlich nicht das, was ich bestellt habe, aber es ist nochmal ein Tick besser. Also da sage ich nicht nein. Ja. Das sind jetzt erstmal die Daten. Jetzt wollen wir mal gucken. System. Das war Language. Habt ihr das gesehen? Ich gehe nochmal zurück. So, hier ist System. Da geht ihr einmal rauf. Language. Da steht Englisch. Wir wollen natürlich Deutsch haben. Dann geht ihr hier unten. Eigentlich war das immer hier unten. Da, jetzt habt ihr hier Deutsch stehen, sonst müsst ihr hier hoch und runter scrollen. Dann geht ihr auf Deutsch. Jetzt seht ihr, es ist immer noch auf Englisch. Hier oben steht Language. Wieso, denkt man sich, ne? Jetzt ist es so, man muss es löschen. Hier hinten muss man gucken, ob wir das hier machen können. Da. Habt ihr gesehen, ganz hinten? Dann geht ihr auf Englisch. Hier setzt ihr einen Haken rein. Da ist jetzt ein Haken drin. Ich hoffe, man sieht es. Und dann geht ihr hier vorne, ist so ein Mülleimer abgebildet. Da geht ihr rauf. Jetzt sollte hier nochmal auf OK. Ich hoffe, es blendet nicht so doll. Zack. Jetzt habt ihr Sprachen auf Deutsch. Hier oben steht dann auch Sprachen. Jetzt ist das ganze Menü komplett auf Deutsch. So, hier vorne habt ihr wieder das Startmenü. Gut, jedes einzelne Menüpunkt werde ich jetzt nicht erklären. So seht ihr, wie ihr schnellstmöglich auf Deutsch kommt. Cool finde ich auch, das hatte ich bei noch kein Android-Radio jetzt, dass er hier oben die Voltzahl anzeigt, wie viel Volt die Batterie noch hat. 11,8 Volt, interessant. Ich werde mich jetzt hier mal ein bisschen reinfuchsen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, diesmal gibt es keine Beschwerden, dass ich nicht genug gezeigt habe, wie man so ein Radio anschließt. Also viel mehr kann ich nicht machen, weil alles andere ist individuell. Halt für jedes Auto ist halt anders, ne? Gut. Die Kameras und ob das mit der Antenne, mit den LTE alles so hinhaut, werde ich jetzt die Tage ausprobieren. Da könnt ihr mir gerne Fragen zustellen in den Kommentaren, ob das alles so wunderbar klappt oder ob es nicht klappt. Ich gehe natürlich von aus, dass es klappt. Ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Fragt bitte aber nicht, passt das Radio jetzt in mein Ford Fiesta oder in mein Corsa? Das kann ich euch leider alles nicht beantworten. Da müsst ihr selber gucken und ihr müsst auch selber nach den Steckern gucken. Da muss man als erstes meist das Radio ausbauen. So eine Fragen bitte nicht, weil das kann ich euch nicht alles beantworten. Ne? Wenn es technische Fragen gibt zum Radio, vielleicht zum Anklemmen nochmal, was man vielleicht nicht richtig verstanden hat, könnt ihr mir gerne schreiben. Ne? So, wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben hinterlassen und bis zum nächsten Mal. Und ein Abo dürft ihr auch hinterlassen.